Also, härter geht's kaum noch. Mit der Federung. Uns geht's hier nämlich um die Federung. So, das ist schon komfortabler. Hoppla, zu weich ist auch wieder nicht das Richtige. Und hier? Wie darf's denn hier sein, damit es nicht so rüttelt? Weich oder mittel oder was? Tja, es ist schon ein Problem mit den Schwingungen, das unseren Konstrukteuren viel Kopfzerbrechen bereitet. Weiches Federn mit langem Nachschwingen kann nämlich Übelkeit verursachen. Kurze Schwingungen werden auch oft als unangenehm empfunden und können auf Dauer die Gesundheit belasten. Und dann die Sicherheit. Bei extremer Fahrweise können unkontrollierte Schwingungen die Bodenhaftung der Räder beeinträchtigen. Und in der Kurve oder beim Bremsen bricht das Fahrzeug dann leichter aus. Also, die Schwingungen gehören gedämpft. Und zwar richtig. Nun, wann dämpfen wir denn richtig? Dämpfen heißt ja Schwingungen abbauen. Aber wie weit? So radikal? Oder nur ein bisschen, damit es bequem bleibt? Es ist gar nicht so einfach, denn da gibt es zwei Größen, die nur schwer zu vereinbaren sind. Komfort und Sicherheit. Die Suche nach dem Kompromiss, der möglichst hohen Komfort mit größeren Sicherheitsreserven verbindet, hat die Konstrukteure schon immer beschäftigt. Das Ergebnis ist dann die Dämpfung, die bei konventioneller Fahrwerkabstimmung verwendet wird. Eine sportlichere Auslegung bringt etwas mehr an Sicherheit, aber auf Kosten des Komforts. Eine nur weiche Abstimmung bringt auch nur bei solchen Fahrbahnbedingungen etwas. Genauso wie die nur harte Abstimmung eben nur für besondere Verhältnisse gut ist. Im Schnitt, also beim Fahren auf unterschiedlichen Fahrbahnen, nehmen bei harter und weicher Einstellung Komfort und Sicherheit mehr oder weniger stark ab. Es gibt eben nur eine Möglichkeit, das Ganze zu verbessern. Eine Dämpfung, die variabel ist und zwischen weich, mittel und hart wählen kann. Die EDC kann das. Zum Beispiel diese Fahrt. Jetzt einmal mit EDC. Oder hier, das ist wieder ohne EDC. Mit EDC bleibt die Bodenhaftung bedeutend besser erhalten. Auch bei Querwellen und beim Bremsen passt die EDC die Dämpfung laufend und blitzschnell den Bedingungen an, die ihr Fahrer und Fahrbahn stellen. Dazu muss sie natürlich über die Dynamik des Fahrzeuges gut informiert sein. Über die Längsdynamik mit ihren Nickbewegungen, zum Beispiel beim Gas geben und Bremsen. Oder die Querdynamik mit ihren Wankbewegungen, die hier von Kurvenradius und Geschwindigkeit abhängen. Und die Dynamik in vertikaler Richtung, die das Fahrzeug abheben lässt. Etwa bei Bodenwellen. Außerdem spielt die Schwerkraft eine Rolle, die das Fahrzeug nach unten drückt. Über solche Kräfte und vor allen Dingen über die Art, wie sie sich laufend ändern, muss die EDC also Informationen einholen. Nicht zuletzt sollte sie auch den Fahrer noch fragen, ob ihm Komfort oder Sportlichkeit wichtiger ist. Und dann muss die EDC die Informationen auswerten und die optimale Dämpfungsart einstellen. Was braucht also eine EDC, damit sie ihre Aufgaben erfüllen kann? Zunächst einmal Dämpfer, deren Wirkung sich verstellen lässt.
Ein Steuergerät, das Ihnen die Befehle gibt. Und ein System von Sensoren, das die Informationen liefert, über die wir uns bereits unterhalten haben. Dazu gehört auch im weiteren Sinne der Wahlschalter für den Fahrer. Bei den Vorläufern unserer EDC-3 sieht das hier noch anders aus. Die EDC-1 zum Beispiel erlaubt dem Fahrer nur, mit dem Schalter zwischen zwei Kennlinien zu wählen, nach denen das Steuergerät einen Drehschieber in den Stelldämpfern aktivieren lässt. Das besorgt ein Gleichstrommotor mit angeflanschtem Getriebe. Schon im M3 haben wir die nächste Generation von Dämpfern mit Magnetventilen, wie wir sie auch bei unserer EDC-3 finden. Sie erlauben dem Fahrer, zwischen drei Kennlinien zu wählen: Komfort, Normal und Sport. Zur Sicherheit wird die besonders weiche Komfortstufe überwacht. Meldet das Geschwindigkeitssignal vom Tacho, dass 110 km/h überschritten worden sind, lässt das Steuergerät automatisch auf die härtere Stufe umschalten. Vollautomatisch wird ab EDC-2 gearbeitet. Das Steuergerät braucht dazu eine ganze Reihe von Informationen über die Kräfte, die am Fahrzeug wirken. Zur Überwachung der Längsdynamik werden Bremsdruck und Drosselklappenwinkel erfasst. Für die Querdynamik Lenkwinkel und Fahrgeschwindigkeit. Und für die vertikale Dynamik Beladung, Niveaudruck und die Aufbaubeschleunigung am Federbeindom der Vorderachse. Wie das im Einzelnen vor sich geht, werden wir uns gleich bei der EDC-3 anschauen. Vorher wollen wir Ihnen aber noch sagen, welche EDC Sie in welchem Fahrzeug finden. Beim M3 ist das einfach. Der fährt mit EDC M3. Im E34 ist die EDC 1 zu finden. Und bis Ende 89 auch im E32. Ab Beginn 1990 wird in diesen Fahrzeugen die neue EDC-3 eingebaut. E24 Coupé. In denen gibt es die EDC-2, die erste vollautomatische und übrigens auch voll diagnosefähige Dämpfer-Control. Und im E31 haben wir natürlich auch die letzte Version, die EDC-3. Das Ganze nochmal in Kurzfassung, damit Sie es sich merken können. Die EDC M3 ist klar. Die EDC 1 im E34 und bis Ende 89 auch im E32. Die vollautomatische EDC 2 im E24 Coupé. Und die neueste Version unserer EDC 3 im E31 und ab Beginn 1990 auch im E32. Schauen Sie sich diese Übersicht noch einmal gut an, denn die sollten Sie auswendig kennen. Nun also zur EDC-3. Ihre Stoßdämpfer haben es in sich. Schließlich sollen Sie ja drei verschiedene Dämpfungsstufen realisieren können. Wie machen Sie das? Fangen wir mal ganz einfach an. Ein Gasdruck-Zweirohrdämpfer mit Dämpferflüssigkeit im Arbeitsraum und im Ausgleichsraum. Zusammen mit dem Gas, das die Flüssigkeit vorspannt, entsteht Druck, bewegt sich der Kolben nach unten und erhöht dort den Druck in der Flüssigkeit. Dabei hat dieses Ventil im Kolben aufgemacht, damit Flüssigkeit nach oben strömen kann. Dieses Bodenventil hat dem Druck nachgegeben und auch geöffnet. In der Zugstufe hat der steigende Druck oberhalb des Kolbens dafür gesorgt,
das dieses Ventil aufmacht und am Boden wird hier geöffnet, weil der Kolben jetzt saugt. Von den Ventilen, genauer gesagt Raketen in den Ventilen, an denen das Öl vorbeiströmt, hängt es nun ab, wie schnell die Flüssigkeit dem Kolben Platz macht. Und davon hängt es ab, ob die Reaktion des Dämpfers härter oder weicher ausfällt. Ist dieser Dämpfer hart, dann müssen wir also die Strömungsgeschwindigkeit erhöhen, damit er weicher wird. Nun können wir aber nicht mal eben per Knopfdruck die Bohrungen vergrößern. Aber wir können ein Nebengleis einrichten, einen Bypass, durch den zusätzlich Flüssigkeit strömen kann. Das geht mit einem Zwischenrohr, das oben Verbindung mit dem Arbeitsraum hat und unten eine Öffnung zum Ausgleichsraum. Das Zwischenrohr. Wenn wir diese Öffnung verschließbar machen, können wir mal mit und mal ohne Bypass arbeiten. Ein elektromagnetisches Ventil macht's möglich. Jetzt ist das Ventil offen, das heißt, für den Druckausgleich ist ein zusätzlicher Weg frei, Dämpfungsstufe weich. Machen wir zu, ist die Dämpfung so hart, als ob gar kein Bypass vorhanden wäre. Wenn wir mit diesem Ventil aus der harten eine weiche Einstellung machen können, fehlt nur noch die mittlere Dämpfungsstufe. Dazu nehmen wir ein zweites Magnetventil mit einer geringeren Strömungsgeschwindigkeit. Das für die weiche Stufe ist jetzt zu. Und damit haben wir auch unsere dritte Dämpfungsstufe realisiert. In der praktischen Ausführung sieht das bei der EDC3 so aus. Für die mittlere Stufe wird an dieses Ventil Spannung gelegt, das andere ist dann elektrisch verriegelt, also stromlos. Für die weiche Einstellung wird gewechselt. Und bei harter Dämpfung sind beide Ventile stromlos und damit kein Bypass mehr offen. In der Druckstufe funktioniert das Ganze genauso, nur in umgekehrter Richtung. Und auch die Funktion der Dämpfer an der Hinterachse ist im Prinzip dieselbe, selbst wenn hier andere Stoßdämpfer mit Niveauregulierung verwendet werden. Die Idee mit dem zuschaltbaren Bypass ist auch hier verwirklicht. Es geht also um die Informationen für das Steuergerät. Dafür sind die Sensoren zuständig. Das ist zum Beispiel ein Sensor. Mit diesem können wir Beschleunigungen messen. Der Sensor besteht im Kern aus einem Halbleiterdehnungsmessstreifen, der seine elektrischen Eigenschaften ändert, wenn sich der Druck ändert, der auf den Sensor ausgeübt wird. Als Versorgungsspannung brauchen wir 5 Volt. Messen wir jetzt einmal die Signalspannung, die zwischen Masse und dem dritten Sensoranschluss liegt. Der Spannungswert, wenn keine Beschleunigung wirkt. Und so sieht das aus, wenn auf- und abwärts beschleunigt wird. Gemeldet wird dabei immer nur die Änderung der Kräfte an den Sensoren. Statische Drücke kann er nicht anzeigen. In dieser Ebene ist das Signal auch wenig brauchbar. Und so auch. Die Einbaulage ist also wichtig. Die vertikale Beschleunigung wird durch 2 Sensoren erfasst. Der für die Vorderachse sitzt dort, am rechten Federbeindom. An den für die Hinterachse kommen wir vom Kofferraum raus heran. Der meldet außerdem noch, wenn der Beladungszustand geändert wird.
Für die Längsbeschleunigung gibt es bei der EDC-3 ebenfalls solch einen Beschleunigungssensor. Im E31 sitzt der auch im Kofferraum an der Aufnahme für den Wagenheber. Beim E32 müssen wir unter dem Rücksitz nachschauen. Damit wären mit drei Sensoren schon eine Menge Informationen abgedeckt. Bleibt die Querdynamik. Die Fliehkraft hängt bekanntlich von der Geschwindigkeit ab. Das Signal dafür bekommt das Steuergerät vom EKM und vom Kurvenradius. Der lässt sich vom Lenkradeinschlag ablesen. Lesen tut der Lenkwinkelsensor, der hier auf der Lenksäule angebracht ist. Der ist nichts anderes als ein Potentiometer mit zwei 360-Grad-Kontaktbahnen, auf denen sich Schleifer durchdrehend bewegen können. Damit lassen sich Signalspannungen von maximal 5 Volt an das Steuergerät übertragen, die sich mit dem Drehwinkel des Sensors bzw. dem des Lenkrads kontinuierlich ändern. Die Drehwinkel werden damit in Spannungssignale verwandelt. Das Problem: Nach einem Aus- und Einbau decken sich die Nullstellung des Lenkwinkelsensors und die Geradeausstellung des Lenkrades nicht mehr genau. Geradeaus liegt jetzt bei U1. Hier ist aber auch noch der U1-Wert. Bei einem ganz anderen Drehwinkel. Damit das Steuergerät jetzt weiß, welcher Sensorwinkel stimmt, wird immer ein zweites Signal übermittelt, das um 90 Grad versetzt ist. Mit U1 und U2 ist die neue Geradeausstellung für das Steuergerät so beschrieben, dass keine Verwechslung mehr möglich ist. Deshalb also die zwei Kontaktbahnen und die beiden um 90 Grad versetzten Schleifkontakte. Nach jeder neuen Montage des Lenkwinkelsensors müssen mit dem Tester die Referenzspannungen für die Geradeausfahrt neu festgelegt werden. Wenn das Lenkrad dabei nicht exakt in Nullstellung gebracht wurde, nimmt das Steuergerät nach einiger Fahrzeit automatisch eine Nachkorrektur vor. So tritt übrigens auch Querbeschleunigung auf. Dabei hängt das Schwingungsverhalten des Fahrzeuges davon ab, wie schnell der Fahrer sein Lenkrad herumreißt. Deshalb wird von dem Steuergerät nicht nur der Drehwinkel registriert, sondern auch noch, wie schnell sich dieser ändert. Damit auch in solch einer Situation die Dämpfung blitzschnell auf einen härteren Dämpfkraftwert umgestellt werden kann. Maximal 40 Tausendstel Sekunden reichen dem System für diese Umschaltung. Die Vorgänger. Und das von EDC-3, komplett neu entwickelt. Halb so groß ist es und wiegt weniger als ein Viertel von dem der EDC-2. Aber trotzdem kann es mehr, zum Beispiel bei der Diagnose. Durch Variantenkodierung kann es in Zukunft für bis zu 4 Fahrzeugtypen verwendet werden. Und außerdem arbeitet es verlustärmer und verursacht weniger elektromagnetische Störungen. Die letzten beiden Punkte wurden durch ein Schaltnetzteil für die Ventilsteuerung erreicht. Das arbeitet mit Gleichspannung. Die Sensorikeingänge, die wir schon kennen,
Das Signal vom Wahlschalter und das Geschwindigkeitssignal sind digital. Der Rest bleibt analog. Bleiben noch Klemme 15 und Masse für die Stromversorgung, die Ausgänge für Diagnose und Anzeige und natürlich der Mikroprozessor, der mit allen Komponenten in Verbindung steht. Und nun noch ein Blick auf die Einbauorte. Beim E32 sitzt das Steuergerät unter der Rücksitzbank. Und im E31 finden wir es wieder im Kofferraum. Wie trifft nun das Steuergerät seine Entscheidung, ob die Dämpfer hart, mittel oder weich eingestellt werden? Die Sensoren übertragen Schwingungen und die werden bekanntlich als Frequenzen beschrieben und in Hertz gemessen. Also richtet sich das Steuergerät nach der Frequenz. Frage: Bei welcher Frequenz schaltet das Steuergerät nun welche Dämpferstufe ein? Auf jeden Fall da, wo Komfortverlust und Sicherheitsverlust zu groß werden. Der Komfort lässt nach, wenn der Aufbau schwingt. Die Sicherheit lässt nach, wenn die Räder schwingen. Da Fahrzeugaufbau und Radlauf aber mit sehr unterschiedlicher Frequenz schwingen, müssen wir sie getrennt untersuchen. Betrachten wir einmal den Komfortverlust. So hängen Aufbaubeschleunigung und Frequenz voneinander ab. Bei etwa einem Hertz schwingt's gewaltig. Und dann bei 10 Hertz noch einmal. Kein Wunder, denn das war ja auch die weiche Einstellung. Die mittlere Einstellung beeinträchtigt den Komfort bei denselben Frequenzen, allerdings nicht so stark. Die harte Einstellung hat ihr Maximum etwas später erreicht, dafür bleibt sie aber auch die ganze Zeit ungemütlich. Die Steuerung wählt jetzt immer das kleinste Übel. Am Anfang ist die harte Einstellung die komfortabelste. Bis zum Schnittpunkt. Bei dieser Frequenz wird also umgeschaltet. Denn von da ab übernimmt die mittlere Dämpfungsstufe ein Stück die Rolle der geringsten Belästigung. Bis hier. Bei höheren Schwingungen bringt die weiche Einstellung den geringsten Komfortverlust. Die beiden Umschaltpunkte, die wir jetzt gewonnen haben, passen übrigens für den Komfortverlust und für den Sicherheitsverlust gleichermaßen. Wenn nur ein Sensor für die Vertikalbeschleunigung anspricht, wird auch nur die entsprechende Achse angesteuert. Kommt noch von einem weiteren Sensor ein Signal, werden alle vier Dämpfer aktiviert. Für den Komfort ist das ein weiteres Plus. Und wenn der Fahrer anders will, dann kann er die Entscheidungsfreiheit der Steuerung einschränken. So. Bei der Stellung Sport kann das Steuergerät nur noch zwischen Mittel und Hart wählen. Bei Komfort stehen dann wieder alle drei Dämpferstufen zur Verfügung. Die Dämpfer stehen mit Sicherheit auf Hart. Und wenn jetzt plötzlich ein Sensor streikt, oder gar das Steuergerät? Wie muss das System denn auf Störungen reagieren? Im Zweifelsfall hart. Bei den Magnetventilen hatten wir uns das schon überlegt. Ohne Strom bleibt automatisch die harte Einstellung übrig. Dasselbe gilt, wenn das Steuergerät ausfällt. Dann wird abgeschaltet. Alle Dämpfer stehen auf Hart. Fällt nur das Ventil weich aus, tut das der Sicherheit keinen Abbruch. Dann gibt es eben nur das Sportprogramm.
Fällt das Ventil mittel aus, wird das Komfortprogramm mit diesen beiden Dämpferstufen bestritten. Und bei Sport bleibt die Dämpfung ständig hart. Tritt bei den Sensoren eine Störung auf, entscheidet nur noch der Wahlschalter mit zwei festen Einstellungen. Beim Komfortprogramm mittel und beim Sportprogramm hart. Der Fahrer erfährt von solchen Manipulationen nur, wenn er ein gutes Gespür für die Reaktionen seines Fahrzeuges hat. Denn auf Anzeigen, wie sie bei der EDC-2 noch vorhanden sind, wird bei der EDC-3 verzichtet. Nur die beiden Leuchten im Wahlschalter verraten ihm, welchen Bereich er gewählt hat. Das ganze System wird natürlich mit der bewährten Gründlichkeit überwacht. Und Fehler im NOV-RAM, dem nicht flüchtigen Schreib- und Lesespeicher des Mikroprozessors, abgelegt. Den können wir bei unserer Diagnose auf die übliche Weise anzapfen. Für den E31 gibt es dazu eine eigene Diagnosediskette. Die EDC-3 ist voll diagnosefähig und Sie werden feststellen, dass sie noch genauer Auskunft geben kann als die EDC-2. Dass wir regelmäßig und nach Vorschrift prüfen, versteht sich von selbst. Denn es geht ja darum, dass der Kunde auch den Komfort nutzen kann, den sein Fahrzeug zu bieten hat.